Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen aus der Wiener Volkshochschule, aber auch einen schönen guten Abend an alle anderen Menschen, die uns zuhören. Wir haben heute die große Ehre, dass Julia Rabinovic für uns eine Online-Lesung macht. Sie wird aus den Büchern Hinter Glas, Spaltkopf und Dazwischen Ich lesen. Ich habe die große Ehre, eine kurze Einleitung zu machen. Mein Name ist Senat Latschewitsch, ich bin Vorsitzender des Angestelltenbetriebsrats der Wiener Volkshochschulen und wir dürfen diese Veranstaltung gemeinsam mit der VHS Wien durchführen und sie auch so streamen, dass auch nicht nur Mitarbeiterinnen der Wiener Volkshochschulen sie sehen können. Es freut uns wirklich sehr, dass die Julia heute zugesagt hat, dass sie heute da ist und aus ihren Romanen lesen will. Wer sie noch nicht kennt, ich glaube, es kennen sie alle, aber Julia Rabinovic ist 1970 in St. Petersburg, Russland geboren, damals Leningrad, Sowjetunion, ist dann nach Wien gekommen, ist Autorin, hat zahlreiche Bücher und Theaterstücke geschrieben und ist auch mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Wiener Kinder- und Jugendbuchpreis, mit dem Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Oldenburg, und mit dem Buchpreis der Stadt Linz. Wie gesagt, sie wird heute aus Hinter Glas, Spaltkopf und Dazwischen Ich vorlesen. Und nachdem ihr alle zuschaut, um die Julia zu sehen und nicht mich, höre ich auch hier schon mit den Lobpreisungen auf und wünsche uns allen eine schöne Veranstaltung. Wir werden jetzt kurz Platz tauschen. Es kommt für ein paar Sekunden ein Standbild. Ich gehe aus dem Raum, die Julia setzt sich auf meinen Platz und dann genießen wir alle die Lesung. Ich wünsche viel Vergnügen. Ja, also ich freue mich unglaublich, wieder virtuell mein Publikum begegnen zu können. Ich muss ehrlich sagen, es fehlt mir natürlich sehr, dass das echte Leben noch nicht da ist, aber ich hoffe sehr, dass es bald da sein kann. Also ich imaginiere mir meine Zuhörer und Zuhörerinnen und freue mich auf euch. Ich habe drei Bücher mitgebracht. Ich erzähle zu jedem ein bisschen etwas. Jede Hauptfigur in diesen Büchern ist ein Mädchen oder eine Frau, die teilweise nicht so stark beginnen, aber jedenfalls alle sehr stark aufhören. Und ich dachte mir, dass das vielleicht eine ganz schöne Sache ist, genau diese Ausschnitte aus diesen Büchern vorzulesen. Es handelt sich um zwei Jugendbücher und mein Debütroman, Spaltkopf. Im Spaltkopf ist es teilweise noch stark autobiografisch. Mischka hat viel von mir mitbekommen und auch viel von meiner Familie. Aber es ist nicht ganz autobiografisch, das muss ich festhalten, weil es schon ganz große Dramen und Krisen im Backstage-Bereich der Familie deswegen gegeben hat. Es ist ein Remix, es hat Fantasieteile dabei und wir haben auch nicht wirklich ein Monster aus Russland mitgebracht, aber im Buch ist es sehr wohl da, nämlich der Spaltkopf. Dann würde ich lesen aus Hinter Glas, das für mich eigentlich die intensivste Emanzipationsgeschichte ist von allen diesen Büchern, die ich mitgebracht habe. Hinter Glas ist mein letzter Jugendroman und handelt vor allem davon, wie Gewalt sich fortsetzt, über Generationen weitergereicht wird, was es braucht, um sich hier entgegenzustellen und dieses Muster zu durchbrechen. Und handelt von einem Mädchen, das sehr, sehr wohlbehütet aufwächst, in einer sehr wohlhabenden, gut situierten und beliebten Familie, wo es hinter verschlossenen Türen deutlich anders zugeht als im präsentierten Außen. Auch diese Familien gibt es. Häusliche Gewalt ist ein Thema, das sämtliche Schichten der Gesellschaft durchdringt. War für mich sehr wichtig. Und dann habe ich meinen Liebling mitgebracht, das im Moment noch immer mein Lieblingsbuch ist. Dazwischen Ich ist ein Jugendbuch, das ich aber auch genauso an Erwachsene gerichtet habe, ebenso wie Hinter Glas, aber Dazwischen Ich vielleicht noch ein bisschen mehr. Da ist die Hauptperson Martina, ein Kind, eine Jugendliche, die einem Krieg entkommen ist, die neue Wurzeln fasst in dem Land, das ihr Asyl gewähren soll und das sich gleichzeitig von ihrer Vergangenheit emanzipiert, aber auch von ihrer Familie, die sie gar nicht so gerne so integrieren lassen würde, wie sie selber möchte. Auch das ist ein Schicksal, das relativ viele Mädchen und junge Frauen trifft
Und mir ist sehr wichtig, Ihnen da den Rücken zu stärken und auch Ihre unglaubliche Kraft zu zeigen, nämlich diese Kraft, die nötig ist, um all diese Grenzen in sich und auch gesellschaftlich zu überwinden. Ich habe mir fast gedacht, ich beginne mit Hinterglas, ich gehe mit Spaltkopf weiter und höre mit dazwischen ich auf. Und ja, lasst es uns tun. Ich meine, lesen. Als erstes sehe ich dieses Stückchen Stoff. Es ragt aus dem Wühlkarton heraus. Der Karton ist überfüllt, nein, vollgestopft. Unten ist er schon ein wenig aufgeweicht und neigt sich auf die Seite. Es hat vor kurzem geregnet. Der Asphalt ist feucht. Es sind kaum noch Menschen da, die auf dem Flohmarkt etwas suchen oder verkaufen wollen. Die meisten hat der unerwartete Wolkenbruch vertrieben. Ich habe den Regenguss in einem kleinen Café um die Ecke abgewartet, habe mit dem Gedanken gespielt, mir einen Kaffee zu bestellen. Ich mag gar keinen Kaffee, aber ich möchte mich erwachsen fühlen. Ich habe mir vorgenommen, erwachsen zu sein, stark. Ich bin gerade erst umgezogen. Die neue Wohnung ist ungewohnt, die neue Gegend auch. Mein neues Zimmer, das noch so kahl wirkt, soll mit neuen Dingen befüllt werden, ein neues Zuhause werden. Es ist klein, viel kleiner als das davor, aber es ist okay für mich. Einen runden, hübschen Spiegel habe ich schon erworben, bevor der Wolkenbruch losging, und ein paar geblümte Tassen, vielleicht denke ich, vielleicht noch eine bunte Tagesdecke für mein Bett und der Stoff, der da herausragt, könnte so eine sein. Irgendwas dran kommt mir vertraut vor. Das Stückchen Stoff hängt hinaus wie eine Zunge, die bei Comicfiguren immer seitwärts aus dem Mund hängt, wenn sie gerade geschlagen werden oder verliebt sind. Dieses Zungenherausgehänge ist immer gleich schräg auf die Seite. Ob die Figur nun glücklich ist oder gerade misshandelt wird, verraten meistens nur die Augen und ja, natürlich auch manchmal der Gesichtsausdruck. Mundwinkel rauf, Mundwinkel runter. Ich denke an diesen Gesichtsausdruck, frage mich, ob ich wohl so aussah damals. Ich greife nach dem Stück Stoff, ziehe dran. Ich muss mit aller Kraft zerren. Die Kiste neigt sich, ein zerknülltes Hemd fällt hinunter. Und ich halte schließlich das Objekt in den Händen. Eine Stoffmütze mit buntem Muster. Die Zunge ist ein Mützenschirm, abgegriffen und ganz weich. Er würde mir schlaff ins Gesicht und über die Augen fallen, wenn ich die Mütze jetzt aufsehen würde, so wie damals. Ich drehe das Stückchen Stoff in meinen Händen, wende es. Es ist tatsächlich exakt diese Mütze, meine Mütze, Nikos Mütze. Mit schwarzem Filzstift steht innen mein Name. Für Alice hat Nico hineingeschrieben und einen kleinen Menschen dazu gemalt. Mit langen, abstehenden Wellenlinien als Haare. Eine Strichmännchen-Medusa. Er konnte gut zeichnen, immer schon. Mit wenigen Strichen eine ganze Welt sichtbar machen. Daneben mein Name und ein Herz darüber. In dem Moment, in dem mir klar wird, dass es gar keine Täuschung ist, dass es genau diese Mütze ist, schießt mir neben der Erinnerung an sein Gesicht, an graublaue Augen und sonnengebräunte Haut auch der Geschmack von Blut im Mund ein. Der Geschmack überlagert alles. Den Flohmarkt, das helle Sonnenlicht, der noch sommerlich warme Septembertag, die Straße, die Stimmen der Passanten, das alles rückt so plötzlich weg, als ob eine riesige Hand im Puppentheater die Kulisse weggezogen hätte. Das Leben verschiebt sich manchmal wie eine Kulisse und man kann gar nichts dagegen tun, als mitzugehen in die neue Wirklichkeit, die die nächste Kulisse bietet. Ich stehe wieder dort, in dem kleinen, stickigen Zimmer, alter Parkettboden, abgeschlagene Wände.
Ich stehe dort und halte die Hand an den Mund. Der Schmerz bricht nicht ganz in mein Bewusstsein ein. Er schwebt irgendwo hinter mir. Der Schmerz und mein Körper sind nicht deckungsgleich, nicht ganz übereinander. Ich stehe neben dem Schmerz und der Schmerz neben mir. Die Hand, die ich auf die Lippen drücke, ist feucht und auf dem Parkett glänzen Blutstropfen. Mein Haar ist noch mitten im Schwung. Gleich wird es ins Gesicht zurückfallen und einen grünen Schleier legen zwischen mich und dieses Zimmer. Ich höre ihn immer noch schreien aus der Ferne. Du blöde Kuh, brüllt er. Du blöde Kuh, ich wollte das überhaupt nicht. Du hast mich dazu gebracht. Er klingt nicht böse, er klingt verzweifelt, aber das nützt weder mir noch ihm. Ich lasse das Haar zu Ende schwingen, wische das Blut aus meinem Gesicht und sage, das tust du niemals mehr wieder. Während ich spreche, spüre ich, dass ein Zahn locker sitzt und den Bewegungen der Zunge folgt. Niemals wieder, hörst du. Meine Finger zittern, die Mütze fällt mir aus den Händen und auf die feuchte Straße. Bevor ich mich noch bücken kann, greift jemand anderes danach. Ich kenne die Form dieser Hände. Unzählige Male habe ich sie gestreichelt, einige wenige Male gekratzt und versucht, sie von mir wegzudrücken. Wir sehen uns an. Er hat immer noch langes Haar, Strähnen, die ihm ins Gesicht fallen. Er ist noch schlanker geworden. Die Wangenknochen stehen stark hervor. Früher fand ich, dass er das schönste Gesicht von allen hatte, trotz der gebrochenen Nase. Fahrradunfall in der Jugend. Ich fand sogar diesen kleinen Buckel auf seinem Nasenrücken schön, wie alles an ihm. Er hebt die Mütze auf und sieht mich erst, als er sich wieder aufgerichtet hat. Bei ihm dauert es länger, bis er mich erkennt. Meine Pupillen haben sich längst normalisiert, während seine sich noch immer weiten. Wir stehen reglos. Er hält immer noch das Stückchen Stoff fest, das mich angelockt hat, wie ein passender Köder bestimmte Fische anlockt. In mir liefern sich der Impuls, schützend die Hand vors Gesicht zu halten und der Impuls, ihm um den Hals zu fallen. Einen wilden Zweikampf. Ich entscheide mich für Nichtstun. Er lächelt. Sein Lächeln ist schief, auf die Seite verzogen. Er räuspert sich. Ich will auch gerne lächeln, doch die Lippen gehorchen mir nicht. Er sagt, darf ich dir was schenken? Ich finde das lächerlich. Ich habe so viel, er noch weniger als zuvor. Er streckt mir die Mütze entgegen. Ich schüttle den Kopf. Der Spiegel rutscht mir aus der Umhängetasche und zerschellt in tausend silbern glänzende Scherben auf dem Asphalt. Ich knie mich hin und versuche, die Scherbenstücke zu ordnen, so wie mein ganzes Leben. Diesmal kommt mir niemand zu Hilfe. Ich muss es allein schaffen. Wie konnte es nur so weit kommen? Das frage ich mich oft. Die Häufigkeit dieser Frage hat die Antwort nicht leichter gemacht, denn jedes Mal war die Antwort eine andere, eine neue. Und jede dieser Antworten scheint endlich die richtige zu sein. Und nur wenig später erwische ich mich trotzdem dabei, erneut die gleiche Frage zu stellen. Vielleicht muss man am Beginn anfangen, dort, wo alles ins Rollen gekommen war, erst wie ein harmloses kleines Steinchen hoch oben auf einer kahlen Bergspitze und später wie eine ausgewachsene Scheißlawine. Ja, Scheißlawine. So unromantisch kann man eine Urgewalt nur beschreiben, wenn man die Schnauze voll hat von der Liebe. Und ja, ich habe die Schnauze voll, aber das werde ich nicht an die große Glocke hängen, weil sonst komme ich mir am Ende noch so bestürzend altklug vor. Ich bin doch noch nicht einmal 18. Und da sollte man doch noch dieses Romeo und Julia-Ding anstreben, oder? Diese intensive Irrsinnigkeit, die dann beide komplett vernichtet zurücklässt, so à la die Leiden des jungen Werther.
lässig sterben, nicht irgendwie, sondern lässig. Das kann so cool vorkommen, solange man dem nicht tatsächlich nahe gekommen ist, diesem Abkratzen. Dann nämlich sieht die Sache ganz schnell ganz anders aus. Man kann eigentlich jetzt schon annehmen, diese Beziehung hat mal glücklich begonnen und ist dann in Gewalt eskaliert. Und sie übersieht die Warnzeichen auch, weil sie Gewalt aus ihrer Familie kennt. Das heißt, am Anfang scheint es so, als wäre dieser junge Mann ganz anders. Und dennoch landet sie dann in einer ähnlichen Situation wie ihre Mutter. Und wie soll ich sagen, der Emanzipationsprozess besteht vor allem darin, dass sie sieht, weglaufen mit ihm aus der Familie alleine löst noch gar nichts. Sie muss sich ihrer Vergangenheit stellen, sie muss sich überlegen, wer sie ist, wo sie steht, um das hinter sich lassen zu können. Aber vielleicht hat das ja alles begonnen, bevor Nico überhaupt in mein Leben kam. Vielleicht ist der Anfang hier zu finden, in meiner Familie und nicht einmal in unserer kleinen, feinen Villa, sondern in der herrschaftlichen Villa meines Großvaters, die weit über unseren Garten ragte, mit gepflegten Rosenhecken, einem gewundenen Weg aus gelben Steinen und einem kleinen Brunnen, in den in all den Jahren keiner den goldenen Ball hat hineinfallen lassen, weshalb folglich auch kein verwunschener König herausgekommen ist. Der einzige verwunschene König, den ich kannte, thronte im Arbeitszimmer, das dreimal so groß war wie das Arbeitszimmer meines Vaters und fünfmal so dunkel. Das letzte Blatt seiner Rose war längst verwelkt. Niemand konnte ihn mehr erlösen. Wir zogen in einer kleinen Prozession los zum Abendessen, alle gekämmt, geschniegelt und aufpoliert. Auf dem Weg rief mein Großvater nochmals an. Ich hörte seine Stimme aus dem Handy meines Vaters dröhnen. Es klang nicht freundlich. Mein Vater schwieg und legte dann auf. Seine Schritte wurden schneller und die Fäuste geballt in den Jackentaschen. Ich wappnete mich, ich wusste, was kam. In der Villa meines Großvaters war es still, so still, dass unsere Schritte in der Eingangshalle widerhallten. Das neue Hausmädchen tauchte so lautlos auf wie ein Geist und grüßte uns mit starkem Akzent, wieder ein anderer Akzent als der ihrer Vorgängerin. Das Personal im Haus meines Großvaters wechselte oft. Die Mädchen trugen, wie alle anderen Hausangestellten vor ihr, ein schwarzes Kleid und ein weißes Stürzchen. Sie war nicht viel älter als ich und das machte mich verlegen. Es war mir unangenehm, dass ich nur 50 Meter weiter von meiner Mutter bedient wurde und in die Schule ging, während sie hier die Boden schrubbte. Als ich meiner Mutter einmal davon erzählt hatte, hatte sie nur milde gelächelt. Es kann nicht jeder das Gleiche haben, sagte sie. Eine schlichte Wahrheit, die ihrer Meinung nach immer noch nicht fest genug in meinem rebellischen Hirn verankert war. Das ist nun einfach so. Aber ich will ja nicht, dass sie das Gleiche hat, habe ich mich gewehrt. Ich will nur, dass sie auch in die Schule gehen kann wie ich. Aber sie will es vielleicht gar nicht, war die Erwiderung meiner Mutter gewesen. Sie hat es besser hier als wo, als dort, wo sie herkommt. Ich fragte mich, woher meine Mutter wusste, wo das Mädchen herkam, warum sie so sicher annahm, dort sei es schlimm. Aber, sagte ich, du sagst doch selber immer, Bildung ist wichtig. Ja, schon, aber sie hat ihre Bildung schon erhalten. Was meine Mutter wohl dazu sagen würde, wenn ich einfach nicht mehr in die Schule ging? Das Thema war damit für sie abgehakt, für mich nicht. Immer war da diese Prise schlechten Gewissens. Aber dieses schlechte Gewissen war ja meine Grundausrüstung. Mit dem Set war ich bereits schon auf die Welt gekommen. Ich fühlte mich immer noch benommen. Ja, sie ist krank, als sie rübergehen, und zwar, weil sie sich verkühlt hat an einem Abend, wo sie heimlich mit Nico unterwegs war. Es fiel mir schwer, einem Gespräch überhaupt zu folgen, geschweige denn eines anzufangen. Dass Großvater uns zum Mittagessen geladen hatte, machte die Sache nicht einfacher. Ich hatte nämlich keinen Hunger. Der Herr erwartet sie im Speisezimmer.
Wir gingen in einem verlorenen Häufchen unter ausgestopften Rehköpfen und Eberschädeln hinter ihr her. Ich hatte mich hier immer zu Tode gefürchtet, als ich früher vorgeschickt wurde, um Großvater abzuholen oder um ihn gnädig zu stimmen und ihn über etwas zu informieren, von dem meine Eltern wussten, dass er deswegen toben würde. Zu mir war er meistens freundlicher als zu ihnen. Irgendwo in diesen Gängen stand eine Ritterrüstung ohne Ritter drin, die mich immer an den Panzer eines Schalentieres erinnert hatte. An den Wänden hing eine beeindruckend lange Reihe diverser Danksagungen und Würdigungen. Die schön gerahmten Papiere drängten sich so dicht, dass man den Eindruck bekommen konnte, mein Großvater wäre von Beruf barmherziger Samariter. Er hatte, wie schon mein Urgroßvater, vermutlich die halbe Stadt auf eine oder andere Weise mit Geldaufwendungen unterstützt. Tradition, sagte mein Großvater dazu. Tradition, dachte ich, Tradition war wohl, wenn man reich genug war, sich verschwenderische Rituale leisten zu können. Und da sieht man schon, also ich mache noch einen ganz kleinen Sprung. Es ist, wie man sieht, ein goldener Käfig, in dem sie da residiert. Und über kurz oder lang entwickelt sich diese Liebesbeziehung weiter. Sie fliegt auf, sie wird verboten. Und in dem Moment, als ihr die Eltern und auch der Großvater diesen völlig unpassenden jungen Mann, der auch durchaus aus problematischen Verhältnissen stammt, als sie ihn verboten bekommt, rennt sie mit ihm weg und landet in einem relativ zwielichtigen System. Also ein eher nicht sehr angenehmer Freund von ihm lässt sie bei sich einziehen und sie tauscht die eine Abhängigkeit mit der anderen Abhängigkeit ein, was dann natürlich nicht die Lösung aller Dinge ist. Aber ich werde jetzt nur noch lesen, wie sie abhaut und dann gehe ich schon weiter zu Spaltkopf. Hinter dem Gitter unserer Haustür sah ich Nico stehen, mit durchweichter Jeansjacke, Hände in den Taschen, lächelnd. Er streckte die Arme aus. Meine Finger lösten sich vom Metall und griffen in seine. Es fühlte sich an, wie für mich gemacht. Diese Art, wie seine Haut auf meiner aufkam. Unsere Finger waren fast gleich dünn, fast gleich lang, fast gleich klamm, aber wir wärmten uns schnell. In dem Moment rief mich meine Mutter. Wir fuhren auseinander, als hätte sie das Ende eines Zauberbands herbeigekräht, sahen uns erschrocken an und rannten, Hand in Hand, um die nächste Ecke, um die übernächste, vorbei an der Busstation, jagten die kleine Gasse hinunter, die zum Park führte, atemlos. Hinter uns bellte ein Hund, andere in den Villen rundum antworteten ihm. Wir rannten diesen Hunden davon, ins noch tiefere tintenschwarze Dunkel des Parks hinein. Hinter einem Busch blieben wir endlich stehen. Wir rangen nach Luft. Hackten uns unter, liefen bis zur nächsten Einkaufsstraße und nahmen uns ein Taxi. Wir ließen uns auf die Ledersitze fallen. »Los, fahren Sie!« Nico machte einen auf Detektivfilm. »Schnell«, fügte ich an, und wir lachten. Der Wagen setzte sich in Bewegung. »Und, wohin soll's gehen?« fragte der Fahrer ungeduldig. Da blieb mir das Lachen im Hals stecken. Ich wusste es nicht. Nico nannte eine Adresse. Der Wagen beschleunigte. Mir wurde klar, dass ich gar nichts wusste, weder wohin wir unterwegs waren, noch wie es mit mir weiterging. Nico legte seinen Arm um meine Schultern. Ich sah aus dem Fenster und starrte in die fremde neue Nacht hinaus, fremde neue Straßen und fremde neue Sterne. Also so schön sternengleich bleibt es nicht, wie wir schon am Anfang gelesen haben, gehört haben. Er wird gewalttätig, genauso wie ihr Großvater und ihr Vater es waren. Und sie muss sich gegen ihn stellen, gegen den Großvater stellen, gegen den Vater sich durchsetzen. Und im Endeffekt schafft sie das, das zu durchbrechen und mehr oder minder die Familienstruktur zu verändern. Ich kann jetzt nicht alles sagen, weil sonst lohnt sich es nicht, dieses Buch zu lesen, aber sie kriegt Hilfe, die ein bisschen übernatürlicher Art scheint, aber im Endeffekt überhaupt nicht übernatürlich ist. Mehr kann ich dazu nicht verraten. Ich kann nur sagen, dieses Wesen hat 4 Beine, nicht 2. So,
Das war Hinter Glas. Dann machen wir einen kleinen Sprung zum Spaltkopf. Und ich sehe schon, ich lese vermutlich zu lang. Ich werde dazwischen ich ein bisschen kürzen. Wollen wir jetzt eine Pause machen und Fragen sammeln, falls es Fragen gibt. Das haben wir nämlich vorher nicht gesagt, glaube ich. Also wer möchte, kann jetzt eine Frage stellen. Ich beantworte alles, alles, wirklich alles. Danke sehr. Okay, ich habe in der Zwischenzeit eine Frage ausgerichtet bekommen, nämlich wo man das Buch erwerben kann. Das kann man auch wie alle anderen Bücher von mir und auch von anderen Autoren und Autorinnen, zum Beispiel bei der Petra Hartlieb oder bei der Rotraud Schöberl oder bei der Alexandra zum Toberhaus. Das wäre dann, soweit ich mich richtig erinnere, der 9., der 1. und der 7. Bezirk. Und dann gibt es noch die Seeseiten in der Seestadt. Die sind alle super sortiert, haben ganz tolle Besitzer und ganz tolle Betreiber und wunderbare Menschen, die dort die Bücher verpacken und zum Abholen bereitstellen. Gibt es noch irgendwelche Fragen, die ich wissen sollte, oder war das schon die allerwichtigste? Für die Autoren ist das natürlich die allerwichtigste Frage, aber vielleicht gibt es ja noch andere. Okay, also nicht die allerwichtigste. Die allerwichtigste Autorenfrage ist: Liebst du mich? Das ist die wichtigste. Okay, dann gehe ich jetzt weiter und bin jetzt im Spaltkopf, wo ich einen Mutter-Tochter-Generationen-Konflikt heimsuchen werde. Mischka, die 7-jährige Hauptfigur, die am Anfang 7 ist, am Ende über 30, die ist teilweise stark von mir selbst geprägt, aber eben nicht ganz. Vor allem nicht in der zweiten Hälfte des Buches entwickelt sie sich an sich sehr stark von mir weg. Und die Familie ist zum Teil tatsächlich meiner nachempfunden, aber auch teilweise verändert, amalgammäßig durchmischt mit anderen Familien, die ich kannte, die ausgewandert sind. Und vor allem das Monster, das jetzt in diesem Text allerdings nicht vorkommt, der Spaltkopf, der alles weiß über diese Familie und der mit ihnen unsichtbar und unspürbar mitgereist ist aus der Sowjetunion nach Wien. Dieser Spaltkopf hat Antworten auf alle Fragen, die Mischka später stellen wird, aber es ist halt die Frage, ob er sie teilen wird, diese Antworten. Er ist natürlich beschworen worden, wie ein Monster üblicherweise wird. Ein Spaltkopf hat gewisse Funktionen. Und er dient auch jemandem, der in der Familie teilnimmt, nur weiß es niemand mehr, nicht einmal diese Person, die ihn gerufen hat. Das ist das Schöne mit märchenhaften Wesen, sie entwickeln manchmal Eigenleben. Und auch steht der Spaltkopf als Symbolbild für die Verdrängung, die ja auch ein Eigenleben entwickelt durchaus, auch wenn man sie gerufen hat. Dann machen wir mal einen kleinen Sprung da hinein. Es gibt zwei Erzählstimmen in diesem Buch. Das eine ist der Spaltkopf, der seinen Teil der Geschichte erzählt, und das andere ist Mischka. Ich stehe wütend vor dem Spiegel und höre den Verzeihung, ich habe es ein bisschen falsch. Moment. So, ich habe falsch angesetzt. Verzeihung, wir müssen noch ein ganz kleines Stückchen zurück. Unsere Wohnung wirkt wie aus St. Petersburg geschnitten und meine Familie besteht stolz darauf, all ihre russischen Eigenheiten zu bewahren. Wie ein bolschewistisches Bollwerk trotzen sie den Spielregeln der neuen Welt, ohne auf meine Dolmetschdienste und Orientierungshilfen verzichten zu können. Wie Napoleon im russischen Winter sind wir bereit, auszusitzen, um dieses fremde Land in die Knie zu zwingen. Der Ausgang unserer Anstrengungen ist vorhersehbar. Mich spreizt es immer bedenklicher. Die Kontinentaltafeln, auf denen ich mit je einem Bein stehe, driften auseinander und ich stelle fest, keine Meisterin des Spagats zu sein. Großmutter Ada und meine Eltern sehen meinen Erkundungsausflügen in die fremde Welt misstrauisch aus der Entfernung zu. Am liebsten würden sie mich beim Betreten der Wohnung desinfizieren, wie einen zurückgekehrten Kosmonauten.
Ich bestehe auf einer Jeansjacke mit IT-Anhänger und löse Entsetzen aus. Ich bin 12 und sehe aus wie 15. Mein Vater, eigentlich liberal und offen, fällt ins tiefste Patriarchat zurück. Meine sprießende Weiblichkeit bringt ihn nämlich endgültig um seinen Nachfolgersohn, der ich mich bis dahin mit Erfolg zu sein bemüht habe. Alle Freiheiten, die mir bisher gewährt wurden, werden von meiner Periode hinweggeschwemmt. Plötzlich darf ich abends nach 8 Uhr nicht mehr alleine auf die Straße. Anständige Mädchen tun das nicht. Ich bin fassungslos. Freiheit, haben sie mir doch erklärt, sei das höchste Gut. Für Freiheit sei kein Preis zu hoch. Für diese Freiheit hätten wir unsere Heimat geopfert und unsere Sprache. Und für die Freiheit, sagt mein Vater, hat er mich hierher gebracht. Ich stehe wütend vor dem Spiegel und höre den Schlüssel im Schloss des Kinderzimmers knirschen. Rapunzel hatte es besser als ich. Ich hasse die Haare, die unter meinen Achseln sprießen. Jedes Einzelne muss büßen. Ihretwegen werde ich nun eingemauert. Der dunkle Flaum auf meiner Scham ist ein Vorbote meines Versagens. Ein Machthaber hätte ich doch werden sollen. Ein Thronfolger, ein Prinz. Mit schmerzverzerrtem Gesicht rupfe ich ein paar der längeren Härchen aus, schlage halbherzig auf die nachgebende neue Haut ein. Diese widerwärtigen Hügel, die frech aus mir hinausknospen, ohne sich darum zu scheren, ob sie willkommen sind, und die ich in alte, ausgeleierte BHs meiner Mutter zwänge, ekeln mich an. Und jetzt kommt der Spaltkopf. Sie steht mit dem Schlüsselbund in der Hand, mit angehaltenem Atem im Gang an der Tür und horcht, was die Tochter im Zimmer dahinter wohl anstellt. Am Ende des schmalen Ganges hört sie auch den Mann hinter der Tür des Schlafzimmers stehen. Die Dielen knarren, wenn er sein Gewicht von einem Bein aufs andere verlagert. Sie weiß nicht, ob sie seine Eifersucht mildern soll, ob die Tochter mehr dürfen soll als sie selbst. Sie zählt die Blicke, die er dem erwachenden Mädchen nachwirft und wirft sie in das Schmuckkästchen vorangegangener Beleidigungen. Nachts hört sie sein gedämpftes, heiseres Flüstern nahe an ihrem Ohr. Ein Fehler sei es gewesen, ein Fehler. Bald zieht die Tochter mit den Nichtsnutzen um die Häuser. Beflecke sie, beflecke alles, zieh ihnen die Ehre von den Knochen. Sie umarmt ihn zaghaft, er schüttelt ihre Hand ab, schlägt auf das Kopfpolster, sie schreckt zusammen, da dröhnt schon wieder, schreit er, diese dümmliche Musik aus dem Zimmer der Tochter. Sie erinnert ihn daran, dass es doch die Beatles sind, die er auch gern gehört habe, ob er es nicht mehr wisse. Er ist stur, das sind nicht die Beatles, das ist Schund. Er atmet mit üblem Atem aus, sie rümpft die Nase, er riecht bitter nach Rauch und altem Kaffee. Sie dreht sich um, sein struppiger Kopf erscheint an ihrer Schulter. Sie schließt die Augen, sie wartet lange. Er springt unerwartet auf und stürmt Türen knallend in die Küche, in der er Stunden sitzen wird, vor sich die Schale mit Kaffee, bis die Alte, die Großmutter, von anderer Unruhe getrieben, seine nächtliche Meditation stört, ihm einen vorwurfsvollen Blick zuwirft, ihrerseits Kaffee holt und sich schweigend ihm gegenüber Platz nimmt, um ihn durch ihre Anwesenheit wieder ins Bett ihrer Tochter zurückzutreiben. Jetzt steht die Ehefrau regungslos vor dem Kinderzimmertür, drängt die Erinnerung an das verzweifelte Schnauben im Schlafgemach zurück, horcht auf die Geräusche der beiden Opponenten, die sich hinter verschlossenen Türen auf ihr Warten konzentrieren, den Schlüssel wie einen Zauberstab erhoben. Sie wüsste nicht, was sie sich wünschen sollte und lässt ihn wieder sinken. Unberechenbar ist dieses Kind. Eine Naturkatastrophe. Bald könnte ihre eigene Schönheit verdrängt, in Frage gestellt, vernichtend beurteilt werden. Sie hört das Mädchen fluchen, irgendetwas fällt und splittert, sie zuckt zusammen und hofft, dass es nicht der Spiegel war.
Meine Mutter reißt die Tür mit heftigem Ruck wieder auf. Ich habe einen Schuh nach dem Schrank geworfen, der an der Wand befestigt ist. Durch die Erschütterung rutscht der Spiegel aus der Halterung und zerschellt am Boden. Ich grinse sie triumphierend an. Die Tür ist offen und ich stehe mitten im Unheil. Sie schaut traurig und beleidigt aus. Ich will sie trösten und wende meinen bösen Blick von ihr ab, hin zu den vielen Gesichtspartikeln, die mich vom Boden her anstarren. Sie zieht einen Schmollmund und sagt: Jetzt hast du 7 Jahre Pech. Es dauert lange, bis ich begreife, dass diese Veränderung endgültig ist. Dann beginnt ein zäher Krieg. Ich habe die schlechteren Karten. Die nächsten Jahre verbringe ich eingeschlossen an der Schreibmaschine und der Staffelei, in fremden Sphären komplizierter, fantastischer Romane, die alle Helden ohne Eltern aufweisen. Ich schneide meine Haare ab, um die mich alle Mitschülerinnen beneideten. Meine Klassenkolleginnen und Kollegen gehen schwimmen. Ich sitze bei Sonnenschein im abgedunkelten Raum und tippe meine Leidenschaft auf endlose Bögen Thermopapier. Wie man sieht, es bleibt nicht dabei. Irgendwann einmal bricht auch sie aus. Also ich habe jetzt lauter Stellen, wo es eigentlich um Ausbrüche geht. Auch im letzten Buch, das ich noch vorstellen möchte, geht es um Ausbrüche, aber wieder ganz anderer Art. Denn im Unterschied zu der Mischka im Spaltkopf und zu Alice in Hinterglas ist Martina von wesentlich bedrohlicheren Dingen als einem Generationenkonflikt alleine bedrängt, sondern sie hat Gewalt erlebt, die tödlich war, sie hat Krieg erlebt, sie hat Verfolgung erlebt und nun versucht sie, ein neues Leben sich aufzubauen. Ich habe Martina teilweise inspirativ aufgebaut von den Mädchen, die ich getroffen habe, als ich für Flüchtlinge übersetzt habe. Ich habe doch über 6 Jahre gedolmetscht in Psychotherapiesitzungen und Beratungen und Psychiatriesitzungen. Und da habe ich natürlich sehr viele Martinas kennengelernt im Laufe der Zeit und auch viele Familien von Martinas. Und alle haben sie mich sehr, sehr beeindruckt mit ihrer Kraft und ihrer Bereitschaft, sich neu zu organisieren und über sich hinauszuwachsen. Es ist ein unglaublich schwerer Prozess, aus einer völlig anderen Welt zu kommen, schreckliche Dinge erlebt zu haben und dennoch die Kraft aufzuwenden, sich zu integrieren, sich neu zu gewöhnen, neu zu verwurzeln. Ich ziehe den Hut vor jedem und jeder, die das hinbekommen und die das machen wollen. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr allzu viel Zeit. Das heißt, ich mache eine kürzere Stelle, als ich dachte. Wo ich herkomme, das ist egal. Es könnte überall sein. Es gibt viele Menschen, die in vielen Ländern das erleben, was ich erlebt habe. Ich komme von überall. Ich komme von nirgendwo. Hinter den 7 Bergen und noch viel weiter. Dort, wo Alibabas Räuber nicht hätten leben wollen. Jetzt nicht mehr. Zu gefährlich. Ich habe langes Haar bis zur Hüfte. Ich habe früher viel gelacht. Ich habe einen kleinen Bruder und keine Angst vor wilden Hunden. Und ich habe schon Menschen sterben sehen. So, wer das weiß, weiß mehr von mir als die meisten hier. Ich fange einfach damit an, was ich mag. Was ich nicht mag, kann ich immer noch später aufzählen. Also, was ich mag. Ich mag es, wenn ich Laura umarme und sie vertraut riecht. Ich mag es, wenn ich Dinge schaffe, die ich mir vorgenommen habe. Und wenn mir jemand blöd kommt, dass ich dem übers Maul fahren kann, weil ich die Sprache endlich beherrsche. Wer dann nämlich schweigt, hat schon verloren. So schnell geht das. Ich mag es, wenn die Sonne scheint. Der Himmel ist dann von einem strahlenden Blau und wenn man die Geräusche der Autobahn wegdenkt, kann man die Vögel singen hören. Neben unserem Haus steht ein Baum, ein großer Baum mit verzweigten Ästen, in dem schlafen sie. Ich stelle mir vor, dass sie in den Astlöchern Nester gebaut haben. Solche Nester können nicht so leicht bei Sturm hinunterfallen. Das mag ich lieber. Diese Vorstellung, dass die Vögel auch
bei heftigem Wind sicher sind. Außerdem regnet es da auch nicht rein, jedenfalls nicht sehr. Eigentlich ist es gut, dass der Baum nicht direkt vor meinem Fenster steht. Ich würde zu viel Zeit damit verbringen, den Vögeln zuzusehen oder sie zu füttern. Ich habe die Brötchen vom Frühstück oft in Servietten eingewickelt und heimlich mitgenommen, damit ich die hellen Krümel später auf unser Fensterbrett legen kann. Man darf kein Essen aufs Zimmer mitnehmen. Mama hält sich eisern daran. Und ich finde das blöd. Die Köchin hält sich auch nicht an die Vorschriften. Sie räumt schon ab, während wir noch essen. Deswegen schlingen hier alle so. Und manchmal kann ich kaum etwas essen. Wer hat denn schon täglich zur gleichen Zeit Hunger? Ich nicht. Nachholen darf man sich aber nichts. Auch am besten, man häuft sich gleich so viel auf den Teller, wie man kann. Aber manchmal schimpft die Köchin und dann muss ich Brot oder Wurst oder Käse zurückgeben, sogar die, die ich schon angefasst habe. So viel isst du nicht, sagt sie dann zu mir. Und Wurst isst du ganz bestimmt nicht, weiß ich doch. Ich sag dann nichts. Natürlich kann ich nicht so viel essen. Ich will trotzdem selbst entscheiden, wann ich was esse und wer mitessen darf. Die Vögel dürfen zum Beispiel immer mitessen und die Wurst ist für die Katze im Hof. Bevor ich in die Schule gehe, fütter ich sie oder am Abend vor dem Schlafengehen. Ich habe der Köchin zugesehen, wie sie mit geschickten Handgriffen unser Brot einpackt, unsere Wurst, unseren Käse in eine Plastiktüte vom Supermarkt hinein und dann in ihre große Tasche, mit der sie immer kommt. Die Tasche ist manchmal so schwer, dass sie, wenn sie von der Flüchtlingspension mit dem Fahrrad und der Tasche am Lenkrad wegfährt, auf der schmalen Landstraße hin und her schlenkert. Mein Bruder Rami ist so dumm, der hat ihr noch seinen kleinen bunten Rucksack angeboten. Papa hat gelacht. Rami ist überhaupt ein Schleimer, wenn man ihn lässt. Seitdem mag ihn die Köchin natürlich, sogar Kaugummi hat sie ihm schon mal zugesteckt, weil er ja so artig schauen kann mit seinen Kulleraugen, auf die Mama auch so leicht reinfällt. Überhaupt jeder. Kleine Brüder sind die Pest in Menschengestalt. Pest mit Locken. Die beklaut uns, habe ich ihm gesagt, und du willst dir auch noch helfen, dankeschön. Aber die ist doch lieb, hat er gesagt, und ich habe dann natürlich Blödmann gesagt. Und er hat gelacht. Alle findet er lieb. Alle. Den Grobian aus dem zweiten Stock auch, der ihm schon Kopfnüsse verpasst hat und mir öfter das Bein stellt. In der Früh, wenn ich die Treppe hinunterrenne, um den Schulbus noch zu erwischen. Aber nein, ich stehe immer rechtzeitig auf. Im Sommer machen die Vögel einen solchen Radau, dass ich schon um 5 wach bin. Aber bis das Bad frei ist, kann es bis zu einer Stunde dauern. Und bis meine Tante draußen ist, sogar noch länger. Stunden bleibt sie da drin. Stunden. Bis Papa brüllt. Ich bin schon ein paar Mal ungeduscht in die Schule gefahren und habe mich dann den ganzen Tag geniert. Vor allem, weil Mona laut "die stinkt" gesagt hat. Aber vielleicht hat sie das nur so gesagt. Sie sagt das fast täglich zu mir. Glück gehabt, es haben nicht alle darüber gelacht und Laura sowieso nicht. Wir haben jetzt ein Seifenversteck am Klo gemacht, damit das nie wieder passiert. Da ist eine kleine Kachel in der Wand locker und dahinter hat Laura eine kleine in rosa Papier verpackte Seifenkugel versteckt und ich schleiche in der ersten Stunde auf diese Toilette und wasche mich mit der kleinen Seife, die so toll nach Rosen duftet, als würde ich in einer Wanne voller Blumen baden. Rosen haben wir früher viele gehabt in unserem Garten. Und eine Katze hatte ich damals auch. Und auf dem Heimweg kam ich immer an einer Ziegenherde vorbei. Ziegen mag ich. Manche Bauern haben hier auch Ziegen, so wie meine Oma. Wenn ich Laura nicht hätte, wäre es wirklich schlimm. Aber Glück gehabt. Ich habe sie. Ich habe überhaupt viel Glück gehabt, finde ich. Irgendwann erzähle ich vielleicht einmal von denen, die weniger Glück gehabt haben. Aber das möchte ich noch nicht. Falls jemand erfahren will, was sie so erlebt hat und was sie noch nicht erzählen will, kann man hier nachlesen. Das wird demnächst auf Englisch rauskommen und ist bereits auf Italienisch erschienen. Ich freue mich sehr darüber. Und der Spaltkopf, den ich noch gar nicht vorgestellt habe, ist das Buch
mit dem Generationenkonflikt der Frauen und dem Monster. Kann ich auch empfehlen zum Nachschauen, falls jemand möchte. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ich irgendwen erreicht habe und dass man mir gerne zugehört hat vielleicht, weil, wie gesagt, ich vermisse mein Publikum sehr und ich würde es gern sehen und spüren. Wiedersehen. Danke.